Ich habe mir einen Ort gewünscht, wo man gemütlich wie zu Hause Musik hören kann und Musik spielen kann. Und da ist die Idee mit dem Dunkelslässalon gekommen. Und wir veranstalten heute ein wunderschönes Konzert im Café Emmy. Warum ist mir diese Idee gekommen? Weil wir sehr oft vor einem Publikum 1500, 2000 Menschen spielen, aber andererseits ist mir immer abgegangen die Nähe oder die Kommunikation mit dem Publikum. Wer von Ihnen hat vor heute noch nie ein Marimbaphon gehört? Ja, 1, 2, 3. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Was auch ganz einzigartig ist, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, an unseren Künstlern Fragen zu stellen. Sie dürfen die Instrumente näher anschauen, vielleicht auch ausprobieren, wenn Sie schön fragen. Für diejenigen, die mich kennen, ich bin der Gabriel. Und für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin auch der Gabriel. Es war für mich dieses letzte Jahr wahnsinnig aufregend, weil als Musikerin, ich habe sowas Großes noch nie organisiert. Ich habe mich nie mit Budgets und Pläne und Zeitplan und was weiß ich alles. Ich kann Noten spielen, ja. Ich kann Cello spielen, aber nicht Budgetplan machen, habe ich jetzt auch gelernt. Diese Erlebnisse und diese Nähe und auch diese Kommunikation kann in einem großen Konzertsaal nie stattfinden. Das macht Dunkelslässalon so besonders.